Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Thief. Wir haben in der letzten Folge 4 von 5 Fragmenten gefunden und das fünfte Fragment bzw. Fragment Nummer 3, das lässt sich nicht finden bzw. ließ sich nicht finden und ich habe tatsächlich nachgoogeln müssen. Und ganz ehrlich, wenn es so stimmt, wie ich es gelesen habe, dann ist das ja eine richtige Schweinerei hoch 10. Wir sehen hier, wir haben hier ein volles Inventar, ja? So, das heißt, ich weiß nicht, kann man es sehen? Seht ihr das? Da drunter ist das Fragment, welches wir nicht nutzen können, wenn wir ein volles Inventar haben. Denn wir müssen erstmal diese komische... Kriege ich denn nochmal diese... So. Weg damit. Jetzt können wir... Was? Wie mein Inventar? Ich habe doch gerade eben... Hä? Wenn ich jetzt das hier mache... Ah, jetzt kann ich das hier nehmen. So, einmal Nahrung und jetzt kann ich erstmal das fünfte Teil. Shady Vane, das sagt mir was. Einer der Flüsse unter der Stadt. Der verschwundene Dichter erledigt. Jetzt mal ganz im Ernst, liebe Leute, ist das nicht blöd? Wer denkt sich denn sowas aus? Wer macht sowas? So, jetzt haben wir nur noch ein Ziel erreicht, die Kathedrale. Wir werden aber natürlich erstmal sämtliche Dokumente vorlesen. Schatten übersehen zerbrochene Wege und fließen in das Gras, leeren sich von stummen Splittern zerbrochener Fächer aus Glas. Fallen von der Klippe unsere Hoffnungs letzter Stunden und regnen auf einem Panzer aus Asche und Seilen gewunden. Gedicht von mein Drei. Ja. Alsdann taumeln durch Risse der Zeit viele Federn, die jetzt Blei und sich im Anschlusse zu winden um die Toten mit Geschrei. Hä? Diesen Weg zu gehen, den Ort zu sehen, wo Träume fallen wie Regen, der niedergeht, wo Liebe schmerzt, bringt niemals Segen. Wo alles zerfällt und das Ende und das Leben erstickt, wird im Keim, folgen am Ende die Gebäude und die Soldaten träumen von daheim. Jetzt mal ganz im Ernst, wie viel muss man saufen, dass man so einen Müll hinschreibt? Und vor allem, wie viel muss man saufen, dass man diesen zusammengewürfelten Müll auch noch für wertvoll hält? So, raus hier. Bevor wir uns jetzt wieder der Hauptmission widmen, Gott sei Dank, Entschuldigung, liebe Leute, aber wirklich Gott sei Dank, werden wir jetzt natürlich auf direkten Wege, würde ich sagen, ah, wir müssen ja wieder hier hin. Ich weiß gar nicht, wo sind wir eigentlich? Gib mal die Karte. Dankeschön. So, wir sind hier. Okay, ich sehe, wir können hier so lang. So. Okay, dann müssen wir noch einmal kurz, alles klar. Na, lass mich hoch. Wo sind wir? Ja, hier waren wir. Dann müssen wir uns noch einmal upgraden. Und dann geht's endlich wieder auf zur Kathedrale und ich hoffe, wir haben jetzt genügend Gold gesammelt, dass sich das auch richtig gelohnt hat. Ansonsten, naja, kann man wenigstens von uns behaupten, dass wir 100% gespielt haben in Sachen Aufgaben und so. So, wir müssen jetzt erstmal hier lang. Nein, ich will da rein, verdammt. So. So, das ist, glaube ich, das naheliegendste Ziel. Wo weiß ich gar nicht mehr. Ich mache einfach mal intuitiv. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Und, liebe Leute, nachdem wir uns upgradet haben... So, na komm hoch. Werde ich mich natürlich wieder auf den Weg machen zur Kathedrale. Das werden wir aber überspringen. Ich sollte mir eine Arbeit im Warmen suchen. Und ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier lang müssen. So, ganz ruhig. Wo sind wir? Nein, gib mir die Karte. Wo? Hier, ne? Genau. Hier können wir hin, genau, okay. Aha. Dieb müsste man sein. Was? Zu dumm, dass ich so ungeschickt bin. So, genau, dann müssen wir hier hin.
So, wir wollen jetzt erstmal kein Aufsehen erregen, ich weiß. Mit einem lebenden Aal. Was auch immer das bedeutet. So. Wir huschen. Wir rennen nicht, wir huschen. So. Ach ja, jetzt bist du erschöpft. Aber rennen können wir wie ein Weltmeister. Wie Usain Bolt. Aber wehe, wir huschen. Ah, das geht nicht. So. Ach, Moment mal. Nur aus reiner Neugierde. Du siehst mir irgendwie wie ein Perversen aus. Nur aus reiner Neugierde. Gehen wir mal gucken, ob der Dicke mal wieder was für uns hat. Hallo, hallo. Kommt, nicht so schüchtern. Wie kann ich Und euch damit helfen? Kommen wir zum Letzten. Ein oh. großer Verlust für den Jahrmarkt. Und für mich. Bestimmt ein tolles Exponat. Nicht bloß ein Exponat, Herr Dieb. Meine Herr Isabella. Süße, feurige Isabella. Blickfang und Besitzerin meines Herzens. Ich mache keine Rettungen. Ihr müsst! Sie ist in großen Schwierigkeiten. Sie wollte in der Stadt die Exponate suchen und wurde von der Wache wegen verdächtigen Verhaltens verhaftet und in der Wachstation eingesperrt. Holt sie bitte raus und bringt sie zu mir. Vittori ist verzweifelt, ob des Verlustes seiner geliebten Isabella, die beim Herumwandern wegen Straßenstreicherei verhaftet wurde. Bitte, Herr Dieb! Nun halt die Klappe! Ich würde es sehr zu schätzen wissen. Mhm. Nun ist sie in der Wachstation eingesperrt und muss schnellstmöglich befreit werden. Den nehmen wir mal an, wir müssen ihn jetzt nicht... Oh, Sir! Ihr seid ein wahrer Ehrenmann und Gelehrter! Natürlich. Ein Streiter für das Schaugeschäft! Weiter, Isabella weiter. Leidet in der Wachstation, Herr Dieb. Mhm. Während mein Herz schmerzt, und meine Börse dahinwälzt. Begib dich zur Wachstation. Ja, mache ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Sorry. Ich werde jetzt gucken, wie viel ich jetzt kaufen kann. Hallöchen. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Red nicht, gib mir deine Angebote. Entschuldigung. So. Wir müssen so jetzt erstmal die Upgrades, ja? Werkzeuge und Upgrades. Bogenballons. Verringert die Zielzeit leicht. Bogenschussstärke. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir das machen würden. Köcherkapazität, das wäre nicht schlecht. Erhöht die maximale Pfeilkapazität leicht, das haben wir bereits. Erhöht die maximale Pfeilkapazität erheblich. Lederabhärtung. Da haben wir den zweiten noch nicht. Verringert erlittenen Schaden erheblich. Schlösserknacken brauchen wir nicht. Wenn ich jetzt das und das, dann hätten wir 2050. Wir haben nur 2012. Das ist natürlich blöd. Was machen wir? Ich würde sagen, das wäre schlauer, oder? Wenn wir jetzt Bogenschussstärke und Köcherkapazität machen. Ja, ich glaube, das mache ich auch. Ja. Ja, weiter, Dankeschön. Bogenschussstärke. Ja. Dankeschön. So, jetzt haben wir das. Erhöht den Fallschaden deutlich. Erheblich, dafür fehlt uns leider das Geld. Allerdings brauchen wir auch noch ein paar Pfeile. So, das, okay. Hm, oh, jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir sehr aufpassen. Feuerpfeil brauchen wir das. Explosionspfeile sind sehr gut. Boah, aber wir haben drei. Erstickungspfeil, Seilpfeile. Brauchen wir auch noch ein paar. Ein stumpfer Pfeil? Können wir komplett kaufen. Klar, sicher. So, was haben wir noch? Mohn brauchen wir nicht. Hm. Breitkopfpfeil. Bin ich im Überlegen. Können wir kaufen? Und hier ein Explosionsfall. Sollen wir uns davon noch einen leisten? Wir haben drei. Ja, mehr können wir uns eh nicht leisten. Wasserpfeile. Pff. Ja, wir haben 10, ne? Ja, kosten ja nur 4 Gold. Ein Erstickungspfeil. Ne, gut. Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt genügend Upgrades. Die müssen reichen. Immer Und wieder gerne. Ja, gerne. So, dann. Ich werde zur Witzfigur der übelsten Sorte. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, mein Freund. Wir gehen jetzt einmal raus. Ja? Und das. Wir schauen uns jetzt mal. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir machen uns wieder auf den Weg zur Kathedrale. So. Dürfte ich mal einmal gucken. Ziele.
Begib dich zur Wachstation. Die ist da hinten, ne? Gehen wir mal zurück. Erreiche die alte Kathedrale. Wenn wir jetzt die nehmen, verfolgen und Journal schließen, würde ich sagen, dass wir tatsächlich uns auch lieber der Kathedrale widmen. Wieso kann ich trotzdem nochmal zur... Ja, sicher. Ich gehe nochmal zur Klapse. Aber garantiert nicht. Ich gehe überall hin, aber nicht mehr dort zur Heilanstalt. Das könnt ihr sowas von knicken. So, wir müssen leise sein. Hier ist widerlich. Ja, dazu... Ui, Hallöchen, Kollege. Musst du gerade sagen, riech mal in deinen Hosen, ey. Oder Socken. Ich wollte Socken sagen. Hosen ist ja noch widerlicher. Ihi. So, wir gucken mal, ob wir das hier nicht über den Dächern machen können. Was falsch klingt, aber ihr wisst, was ich meine. So. Ich möchte nämlich ungern jetzt... Wow, Alter. Bleib mal chillig hier. So, hier irgendjemand, der uns gefährlich werden könnte. Und selbst wenn. Warum trägt Lady Marigold einen der Schlangenarmreife? Weiß sie denn nicht, dass er verflucht ist? Viel wichtiger ist, ob sie ihn hatte, bevor ihr Mann ins Totenbuch eingetragen Alter. Wurde oder danach. Halt mal die Klappe, ich habe mich gerade voll erschrocken. So. Eigentlich wollte ich das ja skippen, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade angefangen. Den Weg zur Kathedrale, den machen wir halt. Machen wir halt nochmal. Na, neues Glück, neues Spiel, neues Glück und so weiter. Hoppala. So, und hier hoch. So, die Wachen dürften hier immer noch erledigt sein. Guck mal hier. Liegt einfach nur voll rum. Gib mal dein Gold her. So, ich muss aufpassen übrigens. Letztendlich sind wir immer noch... Wir haben keine Narrenfreiheit. So, hallo. Ja, wir möchten gerne wechseln. Dankeschön. Sonst sind wir auch gleich wieder in der Kathedrale und ich hoffe, es wird nicht so lang. Ich hoffe es. Ich will nicht mehr. Ich meine, gut, fairerweise muss man auch sagen. Ich glaube, das habe ich aber auch schon ein paar Mal gesagt. Fairerweise muss man sagen, es gibt natürlich andere YouTuber, die mit weitaus weniger Folgen tief durchgespielt haben. Allerdings haben diese guten Leute auch meist irgendwie eine Folgenlänge von 35 bis 45 Minuten. Also von daher passt das schon. Also bevor ihr da irgendwie sagt, ey Alter, wie ungeschickt bist du, dass du irgendwie 70 Folgen brauchst, das... Ja, ach du Schande. Da kann ich teilweise nichts für. Ui. Ist das hier richtig? Ich weiß das gar nicht. Ich bin jetzt hier selbst gerade ein bisschen überfragt. Hier? Hä, wo bin ich denn? Was? Ach so. Dankeschön. So, ich muss aber hier lang. Yeah. Ah, okay. Dann gehe ich mal hier lang. Stimmt. So, ist halt ein bisschen weit der Weg, ich weiß. Aber was willst du machen, ne? Mit Wasserfallen löscht man offene Feuerlichtquellen. Danke für diesen aufschlussreichen Hinweis. Was wäre ich nur ohne eure Hinweisschilder? So. Ach, zu Hause. Ich will wieder nach Hause. Ich will gar nicht irgendwelche Aufträge mehr machen. Ich habe Schnauze voll. So, aha, guck mal hier. Aha, aha. Okay. Wie komme ich hier hin? Egal, geh mal runter. So, ich muss hier lang. Und ich hoffe... Ui. Na klasse, natürlich. Die wohl in den Eintopf werfen. Nur das Beste. Ja, lass mich rein. Ja, Hilfe. Ja. Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß das gar nicht mehr.
Na komm, mach. Ja, du musst schon reingehen, Kollege. Wo bin ich hier? Nein, jetzt mal im Ernst. Wo bin ich hier? Mach mal aus hier. Hab ich hier irgendwas? Hä? Wofür ist dieser Raum gut? Ich meine, offensichtlich komme ich hier nicht rein oder raus. Hä? Das ist ja ein schöner Raum, aber... merkwürdig. Na gut, dann halt wieder raus. Habe ich mich ja gut, zurechtgefunden. Ich brauche was zu trinken. Halt du mal die Klappe hier, Junge. So, ich darf vor allen Dingen, ganz, ganz, ganz wichtig, keine Munition verschwenden. Was? Ich weiß gar nicht mal, ob ich hier überhaupt richtig bin. Doch. Doch, doch, doch. Hier war ich richtig. Stimmt. Du kannst auch mal aufhören, irgendwie geduckt zu laufen. Was soll das denn? Ja komm, geh durch. Zwäng dich halt durch. Wie schon öfter gesagt, im wahren Leben never. Könnte ich niemals durchschaffen. Ja. Schade, ne? Kann die Stadt nicht retten. Ich bin zu fett. Es wird spät. So, kann ich jetzt einfach durchrennen? Ich glaube ja, oder? Hallo. Ja, ich weiß. Ich sehe. Ja, ich sehe euch auch. Nicht hauen. Hauen ist böse. Brüder und Schwestern, es ist Zeit, dass alle Hoffnungsvollen genau. Von den Göttern. So, bereits, dankeschön. Ach, guck an. Mein Herz ist am Pochen. Ja, ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Der Baron sagte, der letzte Teil des Urkraftsteins wäre in meinem Auge. Norsquest ist noch übler als seine Stadt. Bruder gegen Bruder. Offenbar hat Orion Elders doch einen Plan. Falls er wirklich ein Mittel gegen die Schwermut gefunden hatte, muss es etwas... Warum werde ich ihm unterbrochen? Das macht man nicht. Oh. So, die verdorbene Stadt. Und hier geht der Spaß wieder von vorne los, liebe Leute. Und ich würde sagen... Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Ja. Wenn ich Orion seinen Irrtum klar machen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden? Dann wohl in Rätseln, wie die Königin der Bettler. Ganz wie genau. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Mhm. Ich lasse ihn. Sie hat mich nie dazu gebraucht. Genau. So, liebe Leute, ich würde sagen, hier machen wir dann auch tatsächlich einen kleinen Cut. Ist sowieso wieder an der Zeit. Wir verabschieden uns in den Endscreen. Und damit wir nicht wirklich dieses ganze Brimborium erneut und erneut machen müssen, werde ich dann diesen einen kleinen Teil offscreen spielen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir halt ein bisschen weiter unten sind, wo wir halt zuletzt waren und aufgegeben haben. Und ja, ich würde sagen, ab in den Endscreen und so, ne? So, liebe Leute, da werde ich jetzt noch einiges an Späßchen haben, den ihr leider nicht mitverfolgen könnt. Aber ich denke mal, das ist einfach nur fair. Ich meine, ich habe es ja auf eigene Faust abgebrochen. Gut, wir brauchten natürlich halt die Upgrades, aber nichtsdestotrotz erspare ich euch nochmal den Gang runter durch die alte Kathedralen, Vorhalle und was auch immer. Naja, wir sehen uns unten in der Kathedrale wieder und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder. Und falls immer ist, dann bis zur nächsten Folge. Alles Liebe und alles Gute. Ciao. To remain free in the city of chains, that is still the greatest prize. If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay, so here's the gig. I've got a whole list of people with shinies worth stealing, and you've got a city to reacquaint yourself with. Northcrest Manor, somewhere in here rests.